So, willkommen zurück bei Mario Kart 8. Bowser zählt nach wie vor bringt nach wie vor nach jedem Pünktchen, deswegen hat er auch gleich nach wie vor sein Pünktchen Kart draußen. Ich bin immer noch im selben Raum, deswegen selbe Aufstellung. Autsch! Das kriegst du zurück, Joseph. Das merke ich mir. Oder Josef. Nee, du bist ein Ami. Joseph. Na, dann komm mal her, du. Pam! Oh. Ich weiß nicht, ob der jetzt deswegen die Kurve so weit außen genommen hat. Alter, ich muss sagen, dieses Kart hat einen geilen Drift. Ein Schwung, ein Schramm. So. Naja, benutze ich wenigstens den Treffer, um mich gut zu positionieren. Hab durch den Treffer allerdings trotzdem mehr Blitz verloren. Dann verpasse ich das Item. Das ist doch nicht mehr feierlich. Und jetzt kommt da noch der Fettsack. Hier, spiel mit dem Hütchen. Boah, komm her, ich box dich weg. Da, ey, der Wario hat auch das Pünktchen. Aua. Ja, mach halt meinen Panzer kaputt, den ich nicht mal draußen hatte. Wahrscheinlich hatte ich eine Sekunde draußen, Entschuldigung. Ja, Bowser ringt echt nach jedem Pünktchen und er hofft, dass er keine verliert. Ja, Schrom. Da fehlen einem echt die Worte. Da kommt der Josef, da kommt WhatsApp. Welche eine Kombination. Gott. Boomerang! Yes. Au. Friss das. Friss das. Nochmal. Daneben nicht. Gott. Meine Güte. Ja, Shrooms. Bringt's ja auch voll. Hat ja nicht irgendwie jeder einen Shroom bekommen. Mein Gott. Manchmal, ne? Das geht gar nicht. Naja. Armer Bowser. Ganz traurig jetzt. Jetzt das zweite Rennen. Okay. Wird's mal Zeit, dass wir hier weitermachen. Nach wie vor immer noch im selben Raum. Ich muss mal ein bisschen hupen, um meine Aggression rauszulassen. Boah. So. Da haben wir Mario. Den müssen wir irgendwie umlegen, den Johnny. Johnny Bravo. Na, kennt er den noch? Oder kennt ihr den überhaupt? Ach ja, Johnny Bravo ist schon ein sehr interessanter Charakter. Möchte ich mal nett ausdrücken. Naja. Mal gucken, ob wir in diesem Rennen hier ein bisschen besser werden. Weil Bowser war so traurig letzte Runde, das tut einem richtig im Herzen weh. Er ist einfach so ein lieber Typ. Er will ja eigentlich nur seine eigene Familie haben. Und Mario entreißt ihm jedes Mal seine Frau. Unfreiwillig. Nee, verzichte. Schieß ab. Nicht erst, wenn ich dich überhole. Och. Naja, kannst du mir wenigstens halt den Red Shell reinhauen? Och Gott, was ein Geräusch. Oh, gosh. Nimm das. Was dafür, dass du mir den Red Shell reindrücken wolltest. Ich glaube, das war die zumindest. Oh mein Gott, ein Stern ist hinter mir. Der wird mich bestimmt einholen. Ich glaube es auch selbst nicht. Ich glaube. Ah ne, der ist gar nicht an uns. Okay. Ach ja. Dritter. Zweiter. Und Bowser freut sich. Jetzt ist er nicht mehr traurig. Da geht einem doch das Herz auf. Du Affe! Hoho! Ach komm schon. Musste das jetzt sein? Ich kann leider nicht meinen Schutz aufrechterhalten, wenn ein Affe vor mir ist. Sorry, das geht nicht. Stößt gegen meine Prinzipien. Wenn ich einen Affen sehe, muss ich diesen Affen töten. Egal wie. Egal mit welchen Mitteln.
Rosalina, komm mal her. Ich brauche mal deinen Windschatten. Boah! Super Bowser! Ah, natürlich hat er jetzt drei... Boah, ist doch echt nett zu glauben hier. Kommt er da mit drei Red und Green Shells aus dem Nix? Der hat die eben gerade, als er in die Kurve ging, noch nicht gehabt. Egal. Okay, dann sind wir wieder bei den Leuten, die man mittlerweile sogar minimal kennt. Man weiß zumindest, dass dieser Osama da mich nicht besonders leiden kann. Mit seinen drei Green Shells, dafür gibt es Rache. Wer ist das? Ist das der Mario? Oder fährt er mit seinem Mii? Der fährt mit dem Mii. Boah, der muss dran glauben. Mach mal Platz da, Prinzesschen. Ey. Das ist mir egal. Ich will den die Runde mindestens einmal treffen. Nee. Okay. Den kriegen wir noch. Naja. Damit nicht, wenn der hinter uns ist. Wow. Komm, fress den. Ja, Norm. Das ist so cool, dass die Pflanze den Blooper fressen kann. Das ist so episch. Na, sag mal, willst du vor? Nein? Gut, dass ich gerade einen Blick nach unten geworfen habe und gesehen habe, dass der eine 8 hat. Deswegen wusste ich, dass ein Red Shell jetzt kommt. Er macht halt keinen Stunt Bowser. Melze. Einfach hier einen Schwung. Passt das. Affe! Affe! Ja. Yeah. Ich habe den Affen getroffen. Oh, der vor mir hat kein Item. Yeah. Lass mich durch. Yeah. Bowser an der Spitze. Dort gehört er hin. Und nirgendwo anders. Und zack. Yeah. Und ich mache wieder keinen Stunt. Stunt ist was für Weicher, ja. Ich bin Bowser. Ich bin die männlichste Schildkröte der Welt. Oh Gott. Okay, Münzen sind sogar ganz okay nach dem Blitz. Okay, der hinter mir hat noch einen Bumerang. Das heißt, wenn ich genug Vorsprung habe, geht mir das relativ am Popo vorbei. An meinem Schildkrötenartigen. Ja, Frontrunner Bowser. So muss das sein. Da freut sich Bowser. Nachdem er letzte Runde so niedergeschlagen war. Und vorletzte. Das tut doch gut. Okay. Ich weiß, ich habe jetzt keine Anmoderation, aber das ist mir gerade egal. Ich bin gerade gehypt. Bowser-Hype. Yeah. Und, oder eher gesagt, Marios Piste-Hype. Schon wieder. Naja, die Strecke kommt halt doch relativ häufig. Manchmal. Jetzt werde ich in Skype angerufen. Die Leute können auch nicht mal irgendwie 5 Minuten warten. So penetrant. Nein, 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 nicht die Banane mitnehmen. Ja, okay, hätte auch die Banane mitnehmen können. Zum Glück habe ich keinen Skype-Sound an. Ansonsten würdet ihr den jetzt hören. Ja. Das ist schön. Ein Hi an Ice Ice an der Stelle, dafür, dass er mich anruft mitten in der Aufnahme. Baby. Komm, ich will das Baby verbrennen. Egal, verbrenne ich halt die Fronter. Na, nicht genug Reichweite. Na, du kleiner Mario. Dir reiß ich gleich den Hosenboden raus. Zack. Einmal hart um die Kurve.
Ich sollte mir das abgewöhnen. Au. Dreckiger Mario. Geh weg jetzt von der Wand, Bowser. Pfui. Ey. Wir werden schon wieder durchgereicht, wird hier. Ich fasse es ja nicht. Ja, und dann kriege ich auf dem 7. Platz einen verdammten Green Shell. Leck mich doch. Spiel. Da war ich halt über Offroad. Jetzt mach ich den letzten, komm. Ja, ein Blooper. Come on. Super Blooper. Ja, jetzt bin ich wirklich gleich letzter. 11. Wow. Dat Item Balancing. Auf dem 10. Platz einen verdammten Blooper als letztes Item. Naja, wie auch immer, ich bin draußen. Ciao, bis zum nächsten Part.